Hallo und herzlich willkommen zur, naja, zur Freitagsfolge The Infected. Sehr cool. Ich hätte die zwei Gelben da reinschlichten sollen. So, zuerst mal was trinken. Wir bereiten uns ein bisschen Gemüse vor. Und heute ist Beleuchtungstag. Oh, wie spät haben wir es denn? Ah, mittags, super. So, wir essen mal das. Haben wir noch eine Dose über? Ja. Super, Sonnenwiderstand. Leere Dose, bam. Ich würde heute gerne ein bisschen fischen. Wir haben zwar hier, aber ein bisschen fischen schadet definitiv nicht. So, er kommt weg, er kommt rein. Die Frage ist, wo sollen die Köder sein? Köder. Bam. Ja, dann machen wir mal den hier. So. Na dann. Ach, zieht's zu? So, ein bisschen fischen können wir ja. Ein Böschen. So. Ja, wissen. Das war Reaktion, oder? Oh, ein Elektrik, sehr schön. So, eigentlich wollte man fischen. Also, nochmal. Fischen im Regen. Ich würde sagen, 5 Fische machen wir. Da drüben geht schon wieder wer. Ja, Fischen heftig gefährlich. Das ist gut. So. Das ist weit. Super. Jawohl, so. Heute Beleuchtungstag. Einer geht noch. 4 Hammer. Einer geht noch. Sehr schön. Super. Passt doch gut. So, dann nehmen wir aber die Kartoffel mit. So, 5 Fische, das ist gut. Die werden wir auch gleich zerlegen und mit Glas zusammenbringen für Fischöl. Dann hätte ich vorher oben bei unserem Wohngebäude Balkönse zu beleuchten. So, wir machen mal Fisch, 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 Fisch und Fisch. So. Bam, 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 bam und bam. Yeah. So, ein bisschen ein Glas. Oh. Ein bisschen ein Glas. Dass das alles noch brennt. Daran dachte ich nicht so ganz. So. Völlig vergessen. So, vielleicht zünden wir später noch mal an. Es war mir gar nicht bewusst, dass das hier so brennt.
So, wir stellen uns mal hierher. Wir haben ein Glas, wir haben ein Fisch. Bam. So, da kommt das eine rein und da kommen fünf rein. Also in Wirklichkeit hätten wir noch gerne, aber komm, wir fangen noch. Wir haben die Angel, wir haben die Köder, lass uns noch ein paar Fische holen. Fünf bräuchten wir noch, dann ist die Kiste voll. So, dann beleuchten wir die Balkons. Die Balkons. Balkonsens. Naja, okay. So. Eins. Ziegenschaf, da hinten das Ziegenschaf. Ja, wir haben. Ich habe schon überlegt, ob wir das jetzt erledigen. Ah, noch nicht. Nein, heute Beleuchtungstag, nicht Jagdtag. Ah. Hätten wir den Bogen dabei, aber die Ziege wird wahrscheinlich nicht ins Wasser steigen. Wahrscheinlich. Sehr schön. So, vier, einer noch. Dann können wir zumindest die Kiste unten anfüllen. Mit Fischöl. So. Ja, jetzt habe ich noch mal. Nee, egal. Wir können auch einen trocknen. Das könnte man tatsächlich machen, einen trockenen Fisch. Oder wir legen es in den Kühlschrank, wir haben eh Platz. So, jetzt ist aber genug. So, dann gehen wir das Thema Balkon an. Schluck trinken, hier ein bisschen was essen, wunderbar. So. Also, wir brauchen für die Balkonbeleuchtungen. Machen wir zuerst die Fische und dann die Balkonbeleuchtungen. Ja, zuerst mal hier 1, 2, 3, 4. Na, so. So, 1, 2, 3, 4. Komm, ein Glas. Ein einzelnes Glas noch. Dankeschön. So, dann haben wir das hier und das hier herstellen. Super. Jetzt haben wir die Kiste mit Fischöl voll, wir haben die Kiste mit Fischöl voll. Ist das nicht toll? So, und die drei könnte man einfach mal zum Trocknen aufhängen. Dann ist natürlich die Frage, brauchen wir das? Oder wäre es nicht effizienter? Weil ich da gerade am Boden den Fisch filetiere. Ist mir eingefallen, sollten wir nicht den Boden auch mal schöner machen. Aber ich finde mit Holz eigentlich gar nicht so schlecht. So. Einmal den Stahl. Einmal Stahl gefunden. So. Dann haben wir da Aluminium. Wir nehmen das raus. Wir nehmen das raus. Wir haben hier Stahl. Yeah. Oh, schön. Blaues Zeug, wunderbar. Dann haben wir hier Mix und hier haben wir Kupfer.
Sehr cool. Ah, das machen wir später. So. Köder legen wir zurück. Da kommen wir jetzt hier rein. Da die Angel gegen den Bogen tauschen. So. Jetzt brauchen wir Fragments und Fasern. Fasern. Fasern bräuchten wir auch schon mehr irgendwie. So, Elektrik, Bam. Und jetzt ein paar Fragments. Haben wir da noch Fragments? Naja. Naja. Wahnsinn, oder? Da sind Fragments. Wir nehmen die da mal raus. Super. So, auf zu dem Balcony. Hier haben wir mal den ersten. So, wir brauchen platzierbar Möbel, Beleuchtung. Wir machen vorerst mal hier das mit den Fackeln. So, und so. Kann man natürlich auch hier und hier. Super. Wunderbar. Ja. Boah. So, da ist kein Balkon, das ist okay. Da haben wir wieder da vorne den Balkon. Wobei, da hätte ich lieber gerne Fischöl. Ehrlich gesagt, Fischöl. Fischöl, Fischöl. Oder wir stellen das so in die Ecke. Wir probieren das mal mit der Ecke. Oh, wobei, warum nicht, meine Lieben? Ja. So, Moment. Genau. Jetzt gibt es nur noch lediglich hier Balcony. So, Beleuchtung, platzierbar, Möbel. Beleuchtung, Bäm. Ich würde sagen, an jede Säule einen. Ich glaube, das ist cool. So, und dann noch hier. So, und für einen anderen Balkon drüben brauchen wir noch. Okay, holen wir das Zeug. Hallo Mike. So. Wir brauchen noch Fasern. Und wir brauchen noch ein paar Fragments. Vier. So, dann haben wir den Balkon. Auch beleuchtet. Aha. So. Möbel, Beleuchtung hier. So. Ja, man hätte hier in die Säulen, das können wir ja noch immer machen, auch Fischöl anbringen können. Aber ich schaue nochmal, wie das in der Nacht alles aussieht dann. Super. Wunderbar. Herrlich. So. Sehr schön. Jetzt können wir die Stöckchen ablegen und die restlichen Fasern. Wir haben natürlich jetzt sehr wenig Fasern irgendwie. Weil wenn ich mir überlege, das ist alles, was wir noch haben. Also nicht viel. So. Und da drüben haben wir die Feuerholzscheite. Oh ja, oh ja. Wie schauen wir aus? Ah ja. Super. So. Ah ja. Ist der schon voll? Oh ja, der ist voll. Ah, der Milch. Ja, da haben wir bei der Milch was reingelegt. Gut. 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 So. Super. Dann haben wir den. So, wir füllen mal nach.
Die Schmelzöfen. Ja, okay, Aluminium. Gut. So. Einfach mal nachfüllen. Dann werden wir nachsehen wegen Öl und vielleicht ein bisschen Elektrik schon mal machen. So, Öl. Super. 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 So. 10. 10. So, ja, mit ihm und das da. Bam. Super. So, Öl weggelegt und Elektrik da reingelegt. 19 ist natürlich viel zu wenig. Das könnte man noch verteilen. Wir könnten einen kleinen Ausflug machen. Wir haben schon ewig keinen Ausflug mehr gemacht. Treibstoff. Jetzt könnten wir uns da noch einen Treibstoff mitnehmen. Komm, das machen wir. Wir haben ja ein paar Beleuchtungen angebracht. Das ist gut. Ja, Fischlaternen machen wir später auch noch. Na? Haben auch überlegt, ob wir jetzt auf Kupfer mal umstellen, die Extraktoren drinnen in der Mine. Boah. Aber auch okay. Muss man nicht machen. Noch nicht. Ja, wir kriegen das schon alles zusammen. Ja, sorry, wegen der gestrigen kurzen Folge. Aber im Moment Schwein? Nö. Im Moment muss ich die Folgen etwas kürzer gestalten. Und Sonntag startet ja auch ein neues Projekt. Ah, die Street Gang. Bisschen langsam die Reaktion. Aber sonst. Könnte man die Bio auch wieder aufdrehen? Kommen wir gleich zum großen Dorf. Da würde ich gerne, ihr wisst das natürlich, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Da würde ich noch schauen wollen. Ah, der Fuchs. So, was uns noch an Dingen von der Traderin fehlt. Da hätten wir eigentlich gleich Zement und Bioöl mitnehmen können. Zum Verkaufen. Oh ja. Alles gut. So, ich will da unbedingt zu dem Ding hier. Danke. Nur mal kurz reinsehen. Hi. So. Er ist ein Glücksräuber.
Bessere Beute, Energieboost. Cool. Reparaturbank. Ja, 137 haben wir. Okay. Okay. So, trinken wir einen Schluck. So, dann haben wir da mal nachgesehen. Moment. Wir brauchen ganz schön viel Geld noch. Muskelkraft. Erhöht das. Das sind aber coole Skills. Das sind coole Skills. So, dann auf zu unseren Extrakteuren. Oh, erhöht den Loot bei den POIs. Das wäre ja schön. Das wäre ja wunderbar. Dann könnte man die ganze Städte nochmal plündern gehen. Einfach so, zum Spaß. So, ich stelle das Auto mal. Nö, das Auto. Oh, verdammt. Ich habe natürlich den Mülleimer vergessen. Natürlich. So. Den mal anzünden. Da würden wir uns nämlich wesentlich leichter dann tun. So, das war er hier. Yeah. Dann haben wir ihn hier. So. Oh, total vergessen den Mülleimer. So cool wäre der gewesen. Alles aus dem Inventar raus und dann gesamt umfüllen. Das wäre schon super. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht allein. So, den und den nehmen wir mit. Öl. Bam. Da haben wir Öl. Bam. So. Keine Gegner hier in der Wüste. Das ist ja faszinierend. Einer noch? Super. So, Aloe könnte man zwischendurch auch mal abbauen. Theoretisch. Ja, da sind schon einige drinnen. Schauen wir mal, wie viele wir überhaupt für den Mülleimer noch brauchen. Ach, 13 noch, okay. So, den haben wir ausgeräumt, den haben wir ausgeräumt, das ist toll. So, dann machen wir nochmal den. Ja, wenn wir den Mülleimer haben, ist das leichter. So. Gerade da hinten steht wer. Ja, da kriegt man aber auch Verfolgungswahn, so ein wenig halt. So. Die Dinger sind schon fast vollgelaufen gewesen. Da sieht man, wie lange. Na, heuer waren wir noch nicht da. Ah. So, dann haben wir noch mal 10 Stück. So, da sind wir gleich durch. Wir bereiten uns schon mal vor. Ach, schön. So, die hier. Und beim nächsten Durchlauf
verheizen wir die hier, oder? Geht sich das? Ja, geht sich schon super aus. So, und beim nächsten Run haben wir schon den Mülleimer fertig am Start. Was auch gut ist. So. Einfach raus. Einfach raus. Ja, mit dem Mülleimer geht es dann einfach schneller hier. Das Aussortieren, das Entsorgen, das wird gut. So. Was wir auch machen könnten, ist hier natürlich noch einige Extraktoren mehr aufstellen. Ja, kann man alles machen. So. Nehmen wir die mit? Eigentlich wollte ich schon die... Okay, wir nehmen es nicht mit. Wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich schon die Barren schmelzen. Wir machen das auch. So. Super. So, das kommt da rein. Ah, jetzt wird schon Abend. Jetzt wird schon Abend. So. Jawohl, ist gleich durch. Super. Also die zwei stecken wir da wieder rein. Zwei, das heißt 10, dann fehlen noch 3 Barren. Ja, die werden wir beim nächsten Mal dann. Die werden wir beim nächsten Mal dann haben. So. 3 Barren noch. Super. Ja, ich finde das gut. Wir haben schon, wir können unsere Ölsauger schon versorgen und haben 54 Öl dabei. Wie schaut denn eigentlich unser Tank hier aus? Ja, geht. Geht. So. Den haben wir geleert, dann kommt noch der. Bam, bam. So, die lege ich wieder nach unten. So. Ach, so schade, dass ich den Mülleimer vergessen habe. Ja, ist aber so lange Zeit. Wenn man dazwischen... Ich spiele es ja privat nicht, nur mit euch gemeinsam. Also privat, ich spiele auch jetzt privat. Ich spiele mit euch privat. So. Und wenn man dazwischen nicht reingeht, vergisst man manchmal Sachen. Das Dach könnte man auch mal machen und nicht vergessen. Bisschen Aloe mitnehmen, schadet ja auch nicht. Mitten in der Nacht Aloe klopfen. Yeah. So. So, sicherheitshalber wieder den Speer mitnehmen. Danke. Auf die Froschjagd. Ja. Nein. So. Das packen wir da auch rein. So. Super. So, alle raus. Die werfen wir gleich in den Mülleimer. Also ergänzen die Ressourcen hier. So. Super, 3 Stück noch. So, den haben wir gemacht. Dann kommt der mal dran. Wow. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Jetzt sind wir nämlich extrem überladen. So. Ja, in der Richtung schauen. So. Oh, jetzt so, und beim nächsten Ausflug hierher in die Wüste ist dann schon viel leichter mit dem Mülleimer. Ah, dauert noch. Da werfen wir zuerst mal hier. So, das kommt da, das kommt da. Soweit so klar, super.
So, und jetzt haben wir nur noch, genau, nur noch den einen hier. Schon wieder. Er hat es schon wieder getan. So. Schöne neue Möglichkeiten zu kaufen. Da brauchen wir doch mehr Geld. Brauchen wir doch mehr Geld. Naja. Ich dachte, wir kommen da so los. So locker. So, raus damit, rein damit. Wunderbar. Das werfe ich mal da rein. So, wir füllen jetzt beim Ölsauger nochmal nach. Da fehlen noch zwei, das ist gut. Das halbieren wir. Einen weg, zwei rein. Und hier können auch schon zwei rein. So, jetzt machen wir den und den. Oh, haben wir viel Ölschiefer. Da freue ich mich ja richtig drüber. So, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Jawohl. Ja, bitte. Nochmal fünf, sechs Stück abgegriffen. Ja, yeah, sieben Stück. Super. Wie lange noch? 3 Minuten. Na, das warten wir nicht. Nö, nö, nö. So. Das können wir am Boden werfen. Und wunderbar. Die 7 Stück werfen wir da rein. So. Ach cool, oder? Unser Ertrag. Super. So. Da hätte mich echt... Wir lassen das da drinnen. Fürs nächste Mal. Es sind genau 3. Das heißt, den Mülleimer werden wir beim nächsten Besuch in der Wüste fertig bauen können. Das wird schön. Aber sich mich immer umschauen. Ja, das Gefühl. Gleich kommt wer. So, alle raus. Wir machen es gleich. Sehr gut. Die machen wir gleich noch. So. Wir suchen währenddessen noch ein bisschen Aloe. Mitten in der Nacht Aloe suchen. So, ein wenig trinken. Ja, sonst haben wir halt nichts zum Essen mit. Das ist halt ein bisschen... Wow. Wird der Mike hierher laufen? Oh, Nägel. Super. Und hier reparieren. Nehme ich mal an. Hey. Dann sehen wir Mike wieder ewig nicht mehr. Naja. So. Das kommt rein. Den Rest lassen wir da. Ja, Elektrik lassen wir auch da. Fasern lassen wir da. Ja, 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 ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. Dann haben wir da noch Aloe. Haben einen kleinen Wendy-Angriff hinter uns. So, und die sind gleich fertig. Einen Barren lassen wir da. Die anderen 3 werfen wir gleich in den Mülleimer. So, raus damit. Rein damit. Und einer kommt mit uns mit. Yeah, yeah, es funktioniert super. So, 58, 56, ja. Ja, alles gut. Alles gut. Weil jetzt könnte man nämlich dann alles da reinschmeißen und dann einfach auf Entsorgen drücken. Also ich sage mal hier, wenn wir nichts im Inventar hätten, könnten wir sagen, alles rüber. Und wenn es voll ist, einfach so. Super. Und da brauchen wir nicht einzeln jedes Steinchen herumschiebern. So. Ja, dann würde ich aber auch sagen, wir schalten die Bio ein. Video hier, Laubdichte Medium. Okay. Passt das so? Yeah. So, meine Lieben, das war's dann für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.